Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück. Klappe da hinten, ich red hier gerade. Willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2, zur Kampagne. Ja, wir sind Ewigkeiten mittlerweile schon dran. Aber unser Freund hier, der Teretinosaurus, ist rein theoretisch ready. Er ist sozial. Aber er mag, glaube ich, keine anderen Tiere. Das war letztes Mal das Problem. Und jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier machen. Also wir nehmen erstmal den 10er. Und den anderen 6er. So, ich habe jetzt ein paar kleine Umbauten gemacht. Ich habe hier die Straßen nochmal angepasst und habe hier noch einen kleinen Zusatz dran gemacht. Denn wir werden jetzt hier das Gehege einbauen. Klappe! Ich rede hier! Ruhe jetzt! Mann, dieser T-Rex hat keinen Respekt, du. Ich sag's dir. Kein Strom. Kannst du mir mal mit keinem Strom. Kommt gleich Strom, wenn ich jetzt hier durchziehe. So. So. Dann machen wir das jetzt hier so. 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 Wir haben einen Saurier verloren. Das gehört zum Kreislauf des Lebens. No. Unsere Vergangenheit zeigt, dass dies insbesondere für die Paläozoologie gilt. Geben wir unser Bestes, um die Situation zu bewältigen, ohne die anderen Tiere aufzuregen. Die kriegen doch eh nichts mit davon. Warte mal. Ach, das ist hier gestorben, im Galli. Oh, der ist wenigstens günstig. Puh. Ich habe Schlimmeres erwartet. Heieiei. So, ich werde jetzt hier nochmal einen Stromgenerator irgendwo einbauen. Damit uns ja nie der Strom ausgeht. Das Risiko gehe ich nicht ein. Und hier bauen wir eine neue Ecke draus. So, schauen. Jetzt machen wir jetzt wie folgt. Produkttransport im Gange. Oh, er kann freigelassen werden aus der Brutstätte. So. Dann hätte ich hier Sensor. So. Der Generator kriegt hier noch einen Anschluss. Supreme. Wir machen jetzt erstmal das komplette Gebiet hier platt. Zack mal. Maximaler Radius. So, das ist das Gebiet, was er kriegt. Minimaler Bestand 1, Ausbrüten 1, Komfortabel. Wasser 7%, Blätterboden, Wald. Okay. Wir brauchen Wasser. Water, we need water, my friends. Flupp. Die Höhenlinien aus. Fahrzeug gefährdet. Ha, ich weiß es doch nicht. Gut, und dann brauchen wir wieder Wald und Blätterboden war's.
So. Dann machen wir wieder Wald lang. Gibt es was, was Blätter, Boden und Wald hat? Nee, ne? Leider. So, ist ein bisschen lockerer Wald. So, gut, dann. Per Airlift freilassen. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Bring him out. Bring him out. Haben wir schon wieder neue Fossilien? Ja, schauen. Forschen. Superb. Dann schauen wir noch schnell mal unter die Minen. Ich werde ganz unten auch Gignatosaurus. Ich glaube auch irgendwie, dass ich den schon rausgeholt habe. Gignatosaurus, hier haben wir doch noch was. 6 und 6 macht 12. Und dann reduzieren wir mit dir noch die Zeit auf 4 Minuten von 6. Super. Ich fände es ja cool, wenn wir heute in der Folge wirklich diesen riesigen Ding hier fertig kriegen würden. Wäre auf jeden Fall ein Meilenstein. So, warte mal. Brauche ich hier eigentlich noch einen Turm? Ich glaube. Der muss leider so befahren werden, aber ich kann von hier Transport hat begonnen. Auch hier das Ding anschließen. Ich habe fertiges Lebendes genommen. Oh, meine Fresse. Jetzt schauen wir erstmal, dass es ihm passt. Schon wieder ein toter Dino. Oh, der ist aber auch groß. Holy moly. Mit den langen Zehenspitzen da. Ja, okay, er kennt gerade noch nichts. Er kennt jetzt gerade nur beblätterter Boden. Er wird den Wald noch finden und dann denke ich, ist alles gut. Er muss nur noch den Wald finden. Holy shit, ist das Ding riesig. Holy shit. Gut. Aber kurz zurück. Wer ist gestorben? Wahrscheinlich wieder schon Galli. Die Gallis haben echt keine lange Lebenszeit. Lecker mio. Gut. Dann würde ich ganz kurz mal unseren Personal bestimmte Ausruhzeiten geben. Und nochmal hier ein Fossil erforschen lassen. Denn ich glaube, fast alles, was wir hier haben, ist noch was vom Gignato. Und ich würde gerne mal einmal eine Bodenperspektive von ihm bekommen. Holy shit, schaut dir dieses Riesenviechern. Wie kann ich es gut ausmachen so? Holy shit. Das ist ein Riesenhühnchen, ich sag's euch. Da machen wir von Picture. Holy moly. So, da hinten wird jetzt der Freund abgeholt. Ja, der T-Rex. So, wir haben das Gignatosaurus-Gehege ja eigentlich auch schon fertig, ne? Was?
Okay, der ist schon unterwegs. Gut. Wie sieht... Wo ist er denn? Zufrieden 100%. Super. Wir werden jetzt trotzdem nochmal vielleicht den Kollegen schnell eine Pause gönnen, die vor allem viel gearbeitet haben, wenn es geht. Die darf ich noch ausruhen lassen. Super. Damit die einfach nachher erholt sind. Und dann ready to do some shit sind, sozusagen. Ich werde denen da hinten jetzt das Gehege freigeben. Das neue. Expedition abgeschlossen. Ja, schon mal super. Ihr beide braucht eine Pause. Bin gerade echt beim Überlegen, ob wir noch schnell ihm die Ehre sozusagen erweisen, auch noch weiter das Genom vervollständigen. Die Minute haben wir. Während sich der Rest ausholt und ready macht, den Gignatosaurus zu erforschen. So, Schutzbunker haben wir jetzt eigentlich schon einige, ne? Egal was passiert, wie viel von der 88% anhänglich. Ich modifiziere mal das Genom. Gut, wir hätten alle negativen Traits rausgeholt. Wissenschaftler zuweisen. Wir versuchen gleich zwei auf einen Schlag. Ich brauche 13. Gott, damit, okay. Dann erstmal einen. Schauen wir, was passiert. Macht ihr euch nicht Sorgen, wenn ihr neben so einem Riesenwieg mit solchen Clownen, die so groß sind wie ihr, rumlauft und es nicht einen echten Zaun gibt. Sind da Kinder dabei? Nee, ne? Puh. Man hört nur den T-Rex die ganze Zeit schreien. Tief in seinem Wald. Hey, da ist einer von den beiden sogar. Wo ist der andere? Da ist der andere. Macht der eine Sitzübung oder was? Er macht Stretchübungen. Oh, wir sind hier auch soweit. Oh, beide sind ready. Okay. Nachtaktiv, schläft lieber am Tag. Das bringt es runter auf 2 Minuten. Los geht's, Leute. Gignatosaurus. Holy shit. Die haben ein riesiges Gebiet. Die kriegen jetzt noch Wasser. Obwohl, Wasser haben sie auch schon. Die kriegen aber vielleicht noch ein zweites Wasserloch von mir zugewiesen. Schon wieder. Oh, diesmal ein Stego. Altersschwäche gestorben. Sammle Produkt ein. Eieiei. Ausgebrütet. Per Airlift freilassen. Holy shit, jetzt ist es soweit. Ja,
ab. Holt die zwei Riesen raus. Das war's. Mehr können wir nicht tun. Die Anlage ist so weit optimiert, What? Wie es nur geht. Sie kann alles unterstützen, was Sie wollten. Sie haben die freie Wahl. Naja, wir haben die Wahl. Wirklich? Ja, Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund. Ohne Sie zwei hätten wir es nie geschafft. Es wäre fahrlässig von mir, Sie nicht in den nächsten Schritt mit einzubinden. Wir wollen keine Fehltritte. Wissen Sie, ich würde gern sehen, was diese Anlage wirklich kann. Ich auch. Ich denke, mehr Saurier kriegen wir hin. Ich weiß, dass wir das können. Ah, ich bin stolz auf Sie beide. Biosyn in Topform. Brauchen wir noch Saurier für die Anlage? Lassen Sie mich nachsehen. Wir wollen sie ja alle kriegen. Diese einmalige Gelegenheit dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Die perfekte Chance, was? Für die Dinos. Und für uns. Bei allem, was passiert, sollten wir weiter auf die Saurier-Sichtbarkeit und Komfortwertung achten. Stimmt. Passen wir darauf auf. Ja, Saurier-Sichtbarkeit ist anders, aber 75 Viecher? Ernsthaft? Also grundsätzlich kann ich euch nachproduzieren. Wir tun das Genom modifizieren. Euren Hunger reduzieren. Und die Langlebigkeit ein bisschen hochdrehen. Speichern vom Genom vornehmen. Zuweisen. Und dann brauchen wir noch ein paar Stegos. Hä, wo ist der Stego? Wie? Was? Was sollte ich eigentlich mal bekommen, ne? Hab ich euch jemals gemacht? Bestand. So, ich hätte gerne, obwohl Hunger ist echt... Das tun wir mal, das darf ich gar nicht. Okay, dann tun wir halt den Hunger noch. Darf ich auch nicht. Also das ist alles, was ich machen darf. Okay. Dann produzieren wir von euch auch welche. Dann nehme ich einen 6er und einen 5er, bitte. Eieiei, okay. Bedeutet, unsere nächste Aufgabe ist, Viecher zu produzieren, wie blöd. Wir können das natürlich umgehen, indem wir nur Gullis produzieren. Weil allein da kommen 10 Eier raus. Eier auswählen. Wir wollen alle wählen, weil die sind halt Scheiben. Mei, passiert halt. Dann tun wir Wissenschaftler zuweisen. Wir brauchen gerade mal einen. Fertig. Gut. Aber Leute, ich würde sagen, das tun wir in der nächsten Folge absolvieren. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.